Wo war der Klamottenladen? Das da, ne? Nee, das ist er nicht. Steinspalter. Oh, du bist's. Mit dir habe ich aber gerade schon gesprochen. Da ist der Rüstungshändler. So, dann gib mir mal den Helm. Dafür bekäme ich 2000 Rubine. Gebongt. Steinerner Helm, den Handwerker in Goronia an Touristen verkaufen. Er umschließt den Kopf vollständig und schützt so vor Brandverletzungen. Danke. Ja, ich habe zu danken. So, jetzt habe ich höchsten Rüstschutz gegen Brandschaden, ja? Chica-Sensor. Oh Gott, wo waren die jetzt wieder? Bei Tiere. Du? Effekte beim Kochen. Keine Lichtechse in der Nähe. Ba, 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 ba. Oh, es geht die schöne Musik weg. Hä? Wo denn? In der Südmine gibt es ja ganz viele davon. Hä? Da lang. Ich habe übrigens noch etwas nicht ausprobiert. Das versuchen wir jetzt mal. Einfach ablegen. Ob wir damit die Dinger aufsprengen können? Nein, auch nicht. Wofür ist das? Ich glaube, der Sucher will mich gerade ein bisschen verarschen. Wo denn? Löschflügler, ein seltener Schmetterling, der in extrem heißen vulkanischen Gebieten lebt. Aus ihm lässt sich eine Flüssigkeit gewinnen, mit der Medizin gegen Hitze hergestellt wird. Hä? Jetzt ist wieder alles weg. Was? Dieser Sucher macht einen wahnsinnig. Da lang. Glaube ich. Moment. Ja, doch. Lösch, Exi, Exi, Exi. Jetzt hat es wieder aufgehört.
Oh, er summt das Lied von Goronia. So, da hinten noch eine. So, da hinten noch ein 2. Ich habe übrigens meine Ausrüstung, die ich abgelegt habe, immer noch bei den Crocs liegen. So, damit können wir schon mal den Brustschutz wieder aufwerten. Und da ist mein Erzbohrer zerbrochen. So, hier müssten noch ganz viele hocken. Wir haben ja damals genau hier in der Südmine haben wir 10 sammeln müssen. Und das sollte auch jetzt wieder möglich sein. Da wäre sie mir fast entkommen. Was haben wir denn jetzt zum... Da, Eisenhammer. Sonst war hier nicht mehr. Hä? Ach, da! Da hockt sie! Hock dich hin. Da oben ist nichts. Nein. Da lang. Hä? Ach, da. Oh, die sind so schlecht zu sehen. Das drüben, ne? Neben dem Stein. Oh ja, das ist eine. Feuerstein. Der friert wieder. So, respawnt die eigentlich noch eine Weile? Wahrscheinlich drüben. Ach, da hockt doch gleich einer. Da drüben sind 2. Toll. Da hinten hast du mal ausgeschlagen irgendwo. Okay, hier ist sonst nichts weiter, abgesehen davon, dass es hier Feuerfledermäuse gibt. Autsch. Dass ich heute nicht verbrennen kann. Wo führt mich denn der Weg hin?
Ey, der ist aber am Blinken. Habe ich den schon mal fotografiert? Ja, ist ein seltener Erzbrocken. Okay. Ich glaube, ich will hier nicht sein. Wow, ich verbrenne trotzdem irgendwann. Nur halt eben nicht sofort. So, jetzt hocken ja zwei genau gegenüber. Da. Hallo? Na? So, wie viele Löschexen haben wir denn jetzt? 12. Dann würde ich sagen, jetzt zurück zur Feenquelle. Die war da. Dann schauen wir mal, ob wir das unser Ausrüstung noch ein bisschen aufwerten können. So, irgendjemand wollte was von mir, um mir was mitzuteilen. Achso, nee. Das hat Zeit. Das hat alles Zeit. Ich stehe halt sowieso nicht so lange auf. Ich habe ja eigentlich noch genug Folgen, nur halt eben nicht bis nächstes Wochenende. Das hat nicht ganz geklappt. Taronihi schreien. Habe ich schon mal fotografiert, okay. Ach so, das ist ein Rumi. Wer wollte denn das Foto von dem Rumi haben? Ich glaube, es war der Krog da. Oh, hallo. Mist. Hab ich gesehen. Was ist da noch am Leuchten? Oh, Prinzessin-Enz. Nee, Schleichglöckchen. Ich dachte, es wäre Prinzessin-Enzian gewesen. Haben wir hier noch Feen? Nein? Nein? Okay. Juhu! Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Mm. Ja, bitte. Und zwar fangen wir hiermit an. Deine Antifeuerrüstung, ja, bitte. Jetzt kommt der Kuss. So. Und fertig. Ja, bitte. Und zwar. Oh, was fehlt? Was fehlt denn? Löschflügler? Was? Nein! Na hier, dann jetzt der Helm. Und los. Einmal hauchen. Brauche ich jetzt wirklich Löschflügler fürs nächste? Die habe ich nicht fotografiert. Und fertig, die kann ich nicht suchen. Ja, bitte. Ja, bitte verstärken. Und los. Und fertig. Ja, bitte. Und zwar nochmal den Helm.
Und dann brauche ich, glaube ich, für alles die Löschflüge, wenn ich das richtig sehe. Und fertig. Ja, jetzt sag mal, was brauche ich denn jetzt? Löschflügler. Löschflügler. Jeweils drei Löschflügler. Und ich habe ein Moblin-Herz zu wenig. Was brauche ich hierfür? Hyrule-Barsche. Ja, komm, hier. Verstärke. Solange ich das Zeug da habe, was ich brauche. Verstärke. Schwimmtempo hoch. Und fertig. Soll ich noch andere Knöpfe verstärken? Ja, bitte. Was bräuchte ich hier jetzt für? Maxi-Barsche. Ich könnte es halt auch schon verstärken, wenn ich die Maxi-Barsche hätte. Wow. Oh, hier können wir uns mal anschauen, was das dritte ist, oder? Und los. Oh. Höhehose. Die Macht der großen Fee hat die Abwehr um 3 Stufen erhöht. Und fertig. Kann man die noch weiter verstärken? Kann man. Es gibt irgendwo noch eine vierte Fee. Verdammt. Was braucht er hierfür? Leunenhörner. Ja klar. Noch mehr Angriff drauf. Nee, Moblin-Herzen setzen wir nicht ein. Aber wir können hier Moblin-Herzen einsetzen. Das heißt, die Fragezeichen liegt nicht daran, dass ich die Gegenstände noch nicht habe. Sondern, dass mir einfach bloß die Feen dafür fehlen, um zu sehen, was ich brauche. Das heißt, es gibt noch irgendwo eine weitere Feenquelle. Okay. Gehst du schon? Dann bin ich schon wieder allein. Bis später. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir sind seit einer Stunde schon wieder am Aufnehmen. Was war das eigentlich für ein Schrein? War das eine Kampfprobe? War das eine Kampfprobe, weswegen ich wieder rausgegangen bin? Das Schlimme ist, wir haben jetzt Ladebildschirm. Jetzt gehe ich in den Schrein, habe nochmal einen Ladebildschirm. Dann gehe ich wahrscheinlich wieder rückwärts raus, dann haben wir wieder Ladebildschirm. Ha, so viele Ladebildschirme. Was? Flammenborn? Das Volk der Shika soll sich Energiespeicher gebaut haben. Achso, es sind die blauen Flammen da. Okay. Und es war eine Kraftprobe. Ne, es war Balanceakt? Warum bin ich hier wieder raus? Okay. Was haben wir denn da? Das sieht mir sehr nach Waage aus. Das da auch. Brauchst du wieder mal einen Schlüssel? Ah ja, und dann habe ich erst die Gewichte, die ich. Oder? Kriege ich die oben raus? Nee, da oben ist die Decke. Das heißt, ich brauche zuerst den Schlüssel. Ist das eine magnetische Truhe? Wobei, Moment. Müsste ja tatsächlich ausreichen. Nee. Huch.
Das sieht mir schon sehr nach Holzkiste aus. Da brauche ich nicht einen Dreier. Ja, brennt. So, sobald die kaputt geht, genau, kommt nämlich da die Waage runter. Und da ist der kleine Schlüssel. Nee, schade, kriegen wir so nicht weg, oder? Geh mal gerade darunter. Wobei. Nee, doch, ist noch ausgeglichen. Okay. Hä? Was? Warum? Warum? Egal. So, jetzt brauchen wir mal wieder unsere Magneten. Wow, was? Dip, 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 dip. Okay, jetzt weiß ich, warum wir drei haben. Wie bekomme ich es wieder runter? Verdammt! Wir haben das Rätsel verbaut. Ich frage mich bloß gerade, warum es nicht wieder ausgleicht, wenn sie gleich schwer sind.